Willkommen zurück zu Pokémon Leuchtende Perle. In der letzten oder sogar vorletzten Folge haben wir ein Fahrrad erhalten mit einem sehr interessanten Fahrradoutfit, was glaube ich auch sehr an Schwert und Schild angelehnt ist, das Outfit. Also wir können so einen normalen Gang fahren, sind halt ein bisschen schneller zum Rennen, oder wir können mit einem blitzschnellen Gang fahren und dann sind wir, naja, blitzschnell. Oh, das sind neue Gegner, neue Trainer. Ja, ich wollte euch nur das Fahrrad mal zeigen, für die, die es nicht mitbekommen haben. So, auf dieser Route gibt es noch einige Trainer, die wir bekämpfen können, wie zum Beispiel den hier. Haha, wer viel lacht, dem lacht auch das Glück zurück. Ach ja? Ist das so? Viel Lachen bringt Glück, sagt er? Weiß er nicht. Es gibt da andere Sachen, die auf jeden Fall Glück bringen, falls man daran glaubt. Zum Beispiel so Glückskleeblätter oder was gibt's denn noch? Es gibt ja auch viele Sachen, die Pech bringen. Zum Beispiel, wenn Spiegel zerbricht, hast du jahrelang Pech oder sowas. Da gibt's auf jeden Fall sehr viel Abwechslung bei solchen Sachen, die einen Glück bringen und nicht Glück bringen. Ich meine, Magneten bringen einen auch irgendwie Glück oder so. Ich kenne mich damit nicht hundertprozentig aus. Aber ich habe als kleines Kind immer gedacht, dass man, wenn man ein vierseitiges, wie auch immer das heißt, so ein Kleeblatt findet mit vier Stellen. Mit vier, ja, weiß nicht, wie das heißt. Aber wenn man so ein vierstelliges Kleeblatt findet, dann hat man irgendwie Glück. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe nie eins gefunden. Das war ziemlich traurig. Ich hab nie ein vierseitiges Kleeblatt gefunden. Aber hey, Tails hat ein Level Up. Das ist doch cool. Wasserdüse. Sehr gute Attacke. Bei dieser Erschlagattacke stütze ich der Anwender so schnell auf das Ziel, dass er quasi unsichtbar wird. Ja, also ruckzuck, aber als Wasserattacke. Ist halt exakt das gleiche, wie ihr sehen könnt. Aber, naja, Barmelin ist halt ein Wasser-Pokémon. Deshalb nehme ich die Wasserattacke mit. Ja. Sonst ist es eigentlich die exakt gleiche Attacke, nur dass es halt einen anderen Typen hat. Und anders heißt. Aber es ist das gleiche. Ja. Auf jeden Fall, glaubt ihr so an Glück und Unglück? Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich nicht an Glück und Unglück glaube, aber ich finde halt, wenn man sagt, ja, wenn du das Blatt findest, dann hast du jahrelang Glück, oder wenn du einen Spiegel zerbrichst, hast du jahrelang Unglück. An sowas glaube ich nicht. Haha, ich muss lachen, ich kann nicht anders. Okay. Der Typ hat wohl einen Spiegel zerbrochen. Du brauchst dich nicht zurückhalten. Lache ruhig über mich. Nein. Eine Kapselangriff plus. Hab ich ja noch nie benutzt, die Dinger, aber vielleicht mache ich das mal. Aha. Schaut euch mal diese Stelle an. Ich wette, dass man hier in der Nähe was findet. Ja. Man kann hier schon sehen, dass hier irgendwas ist. Ja, hier ist was. Sonderbonbon. Also ich werde wie gesagt nicht alle unsichtbaren Items suchen, aber wenn ich mal welche finde, dann finde ich halt mal welche, lol. Aber auf, lass uns keine Zeit verlieren! Alright. Du, 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 du. Hanne. Mediti. Ist immer so komisch, dass Mediti in den neuen Spielen, beziehungsweise halt einfach in den 3D-Spielen, nicht mehr so in der Luft so schwebt, so am Meditieren. Der Name schon sagt, sondern dass es halt steht und so eine Kampfpose macht, wie so ein Kickli oder so. Und das kann ich nicht ganz nachvollziehen, weil Mediti war für mich immer das meditierende Pokémon mit entweder den Ohren unten wie bei Mr. Crocker, so wie jetzt bei weiblichen, oder normal oben wie beim ländlichen. Naja, keine Ahnung. Ich finde es irgendwie ein bisschen seltsam, dass sie sich da so umentschieden haben. Aber gut, es gibt viele Entscheidungs- viele Entscheidungen der Pokémon-Animation, die ich nicht nachvollziehen kann. Bestes Beispiel ist auf jeden Fall Tornupto, ich meine, die ganze Entwicklungsreihe. Wo sind die Flammen auf dem Rücken? Warum haben sie die vergessen? Ich meine, ja, okay, die kann man ganz kurz sehen, wenn das angreift, aber das reicht mir nicht. Nein. Nein, das reicht mir nicht. Es wird auch überall online, wenn man über Tornupto redet, kommt auch immer so ein Fan-Animation, was es alles viel besser macht.
sein! Lass uns doch mal kämpfen! Oh, recht, ich meine, Pokémon können ja nicht mehr. Ja, du kannst ja gerne kämpfen, aber fürs halt draufgehen, ne? Ja, ich mag, wie du kämpfst! Danke. Okay. So, das waren die Bonusgegner. Das ist ja ein anderer Weg. Hier geht's eigentlich lang in diesen Double Battle? Haben wir den schon gemacht? Anscheinend haben wir den schon gemacht. Einen zu übertragen kriegen wir dann noch hier zwischen geschenkt. Oh. Wie schnell er sich umgedreht hat. Ich habe gerade den Kraterberg durchquert. Trotzdem habe ich noch Luft für einen Kampf. Aha. Zwei Pokémon aber nur noch. Albrecht. Das soll mir recht sein. Du. Aber wie schnell er sich umgedreht hat, als hätte er einfach nur so getan, als würde er irgendwo anders hingucken. Damit ich da durchlaufe und er sagen kann, ha, ich wusste, du wirst hier überlaufen. Na, schon schlauer als die meisten anderen Trainer. Die meisten anderen Trainer stehen einfach nur rum. Und dann gucken sie wohin. Oh, Bronzel. Kling, kling. Ich wusste nie, was Bronzel darstellen soll. Ich denke mal, es ist ein Teller. Also, oder ein Spiegel, oder? Es ist irgendwas aus Stahl. Das glaube ich, das können wir alle erkennen. Dass das aus Stahl ist. Und dass ich dafür vielleicht mal Tricky benutzen sollte, weil Stahl kann man erhitzen mit einem Tricky. So, versuchen wir das mal. Flammenrad! Da wird ja nichts angezeigt wegen Effektivität, einfach. Hab's auch schon mal gesagt, aber einfach, weil man das Pokémon noch nicht gesehen hat. Man kriegt dann nur Tipps bei Pokémon, die man schon bekämpft hat. Das schien dich nicht sonderlich anzustrengen. Nö, nicht wirklich. Ich ruhe mich besser ein wenig in Erzlingen aus, bevor ich wieder zum Kraterberg aufbreche. Das ist eine Idee, du. Das ist eine Idee. Okay, ist das der Kraterberg? Okay. Moment, was? Eigentlich habe ich jetzt erwartet, dass ein okay, ich hab einen NPC erwartet an dieser Stelle, aber irgendwie kam da keiner. Okay, das war das nur ein Platin so. Okay. Statt jetzt kämpfen war, dann halt nicht. Kein Rivalenkampf. Okay. Dam dam da 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 dum. Der Kraterberg. Ein wirklich großer Berg. Ich meine, das ist der größte Berg in Sinnoh. Oder allgemein auch in den meisten Pokémon-Regionen ist das hier der größte Berg. Und ich meine, ja, er ist ziemlich groß. Oh. Wie dein Chibi aussieht. Okay, mal bleiben wir ernst. Weißt du, wie unsere Welt entstanden ist? Einer Theorie zufolge soll der Kraterberg der erste Ort sein, der sich in der Sinnoh-Region geformt hat. Damals war die Welt noch jung. Es gab keine Konflikte, keinen Streit. Pokémon, Kämpfe und Konflikte sind etwas völlig Unterschiedliches. Wenn du ein richtiger Pokémon-Trainer sein willst, solltest du das niemals vergessen. Allerdings ist der menschliche Geist schwach und daher bezweifle ich, dass du den Unterschied verstehst. Entschuldige mich. Okay. Ciao, blauhaariger Mann. Der war nett. Hat irgendwas über seine Erfahrungen mit Pokémon oder so gelabert. Keine Ahnung, was er wollte. Komischer Blut. Egal. Da ist schon der Ausgang. Also zumindest fürs Erste ist hier der Ausgang. Weil noch können wir hier nirgendwo lang. Außer halt den Weg, den wir gerade lang gehen. Aber ich kann euch versichern, der Kraterberg wird noch ein riesiger Ort später für uns sein. Aber jetzt sind wir erstmal auf Route 208 angekommen. Einer riesigen, naja, Bergroute könnte man sagen. Du drehst dich nicht um? Das ist gut. Und du? Und du? Dieser Karatekämpfer hier wird dich jetzt pulverisieren. I think not. Dum, dum. Sollte vielleicht Bammelin wegtun, weil nicht mehr so viele Leben hat und ich habe jetzt keinen Bock zu heilen. Ich bin einfach zu bockig, um zu heilen. Na, wir werden mal gucken, ob wir es überhaupt brauchen. Wir sind doch stark genug alleine, ohne Heilung. Bam. Oh, Vergeltung. Oh. Nein.
Oh, das, wenn das jetzt in Nostalgia gewesen wäre, dann hätte ich mich sehr geschämt. Na, aber das war ja zum Glück keine. Verdammt, jetzt ist Bumbleen dead! Wir müssen das heilen irgendwie. Oh Gott, Jakerein macht sich Sorgen. Oh oh, weil sein Freund gestorben ist. Er ist ja nicht gestorben, wir können ihn dann wiederbeleben. Das ist ja nicht das Problem. Problem ist nur, jetzt sind wir ein bisschen in die Enge gedrängt. An unsere Auswahl an Pokémon. Jetzt haben wir keinen Wasser-Pokémon mehr zur Verfügung und es levelt auch nicht mehr. Mir fehlt es immer noch an Kraft. Ich muss noch viel härter trainieren. Das gilt auch für mein Pokémon. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt tun soll, aber ich habe noch Beleber. Den kann man nämlich untergrund ausgraben. Egal an welchem Punkt du spielst, kann man immer Beleber ausgraben. Eigentlich kriegt man die, glaube ich, erst in der nächsten Stadt. Aber wisst ihr was? Ich meine, ist das nicht wirklich Cheaten? Weil ich habe ja einfach nur im Untergrund ein bisschen gespielt, um die zu bekommen. Ich benutze jetzt mal einen und benutze auch mal ein paar Tränke. Ja, nicht zurückgehen, ein paar Tränke benutzen. Aber das ist auch das Ding, weil die beiden haben ja beide ein Item. Jakerein hat ja ein Item, was es schneller macht. Und Tricky hat ein Item, was Giftattacken verpusht. Push, push. Aber Tails hat noch nichts. Ich weiß nicht, was ich Tails geben soll. Vielleicht kriegen wir irgendwann noch was. Was ist das hier eigentlich? Diese Felswand ist sehr uneben. Ob man sie mit Hilfe einer VM-Attacke wohl erklimmen kann? Aha, Spiel mal wieder am Spoilern. Cool. Eine Kapsel X-Initiative! Ich habe gehört, die X-Items sollen sehr, sehr OP sein in diesem Spiel, aber I don't care. Ich benutze sie sowieso nie. Hahaha, du bist doch nur ein Kind. Wie willst du einen erwachsenen Mann wie mich besiegen? Wir werden ja sehen. Wir werden ja sehen. Und deshalb ist es gut, dass wir einen Wasser-Pokémon haben, weil unser Pflanz-Pokémon hat sich ja schon entwickelt. Aber das Wasser-Pokémon von uns muss sich noch entwickeln. Die kann schön ganz viel leveln. Mit Aqua Knarre und Dead. Ja, und das andere Viech von ihm können wir auch easy peasy down kriegen. Ist sogar das exakt gleiche Pokémon. Wow, Game Design. Mal gucken, ob das Wasserdüse sogar ausreicht für das Ding. Müsste eigentlich, ne? Ja, ich wollte schon sagen, müsste eigentlich sogar ausreichen. Geh doch schneller. Und da, egal. Ich bin ein Erwachsener und wurde von einem Kind besiegt. Junge, du hast zwei Kleinsteine. Ist das dein Ernst? Du fragst dich, warum du besiegt wurdest? Das war beeindruckend. Das macht bei Pokémon-Kämpfen wohl keinen Unterschied, ob man alt oder jung ist. Das macht keinen Unterschied, aber es macht einen Unterschied, ob du gute Pokémon hast oder nicht. Mein Gott, fang dir einen Onix oder so irgendwas. Und ich gewinne, teilst du dann dein Essen mit mir? Wie alt bist du? Moritz, du siehst mir aus wie ein ganz alter Mann. Und ich bin noch eine 10-jährige Trainerin. Ich weiß nicht, ob ich mein Essen mit jemandem wie dir teilen möchte. Ich möchte nur gegen dich kämpfen, um dich halt von deinem Geld abzuzocken. Und das war's. Guck mal, der Typ macht's aber richtig. Onix ist schon mal besser als Kleinstein. Guck mal, es hat sogar Robustheit. Also, komm. Ich meine, ja, Kleinstein, wenn du es entwickelst zu einem Geo-Rock, kann es was machen. Dann ist es gar nicht mal so schlimm. Aber Kleinstein selbst ist einfach schlecht. Sorry, dass ich hier die ganzen Kleinstein-Fans alle haten muss. Kleinstein selbst ist schlecht, es kann nichts. Die Weiterentwicklung, Georock, die kann was. Aber Kleinstein nicht. Na gut, Onix kann auch nicht wirklich was, aber er kann ein bisschen mehr als Kleinstein, also come on. Ich bin sprachlos, aber mein Magen knurrt weiter. Okay. Jetzt habe ich noch mehr Hunger bekommen. Vielleicht esse ich ein paar Beeren. Moment mal, ich bin doch kein Pokémon. Ja, du hast deine Midlife-Crisis. Ich hole mal das Item hier. Mit einem wilden Bidiza. Ich finde es sehr, sehr cool, wie dieser Strich, der da bekommt, wenn man das Bidiza oder irgendwann ein Pokémon einsetzt für die AVM-Attacke. Dass es genauso ist, aussieht wie damals. Das finde ich sehr schön. Hohes Gras ist hier. Und die will bestimmt kämpfen. Ja, die dreht sich sogar im Kreis, so. Ich habe übrigens einen Tipp bekommen für die ganzen Beeren. Wie man das effizienter machen kann mit den Bären. Und zwar, wenn an einem Feld, das ist ja so vierstelliger Feld, wo du vier Sachen platzieren kannst. Und mir wurde gesagt, wenn alle vier die gleiche Beere ist, dann kannst du alle vier gleichzeitig bewässern und sparst somit ein bisschen Zeit. Und das möchte ich mal ausprobieren jetzt. Und deshalb machen wir jetzt ein kleines Experiment.
Indem wir... Ja, ich muss irgendwas viermal haben halt, ne? Machen wir zum Beispiel mal die Maronbeere. Ups, noch nicht. Noch nicht. Ich will wissen, ob das stimmt. Weil ich könnte mir vorstellen, dass das stimmt. Aber ich weiß es halt nicht, ne? Zack. Machen wir jetzt einfach die Maronbeere. Die habe ich nämlich gerade viermal. So, und wenn ich jetzt bewässer, sollte es alle treffen. Tatsächlich. Tatsächlich. Es ist alles nass. Hä? Ist doch. Oder kann man die mehrmals gießen? Kann man die... Okay, man kann die mehrmals gießen. Dann lasse ich sie lieber, sonst trinken die noch. Tipps für Trainer. Nachdem du eine Beere gepflanzt hast, achte auf die Farbe der Erde. Ist die Erde dunkel, hat sie genügend Feuchtigkeit. Ist sie nur noch hell, solltest du sie mit einer Gießkanne wässern. Ja, sie hat doch genügend. Ist doch gut. Villa des Bärenmeisters. Gratisbären für alle. Oh mein Gott, ja. Ich bin Gratisbär. Voller Bärenfan und so. Yeah. Ich werde von nur Sachen geschenkt bekommen. Alle nennen mich den Bärenmeister. Ich verschenke täglich Beeren, weil ich möchte, dass die Menschen sie zu schätzen wissen. Du hast dir auch eine Beere verdient. Lützibäre. Die ist aber ziemlich lützig von Namen her. Vergisst du auch so leicht, wo du deine Beeren gepflanzt hast? Ja. Ja, das hatte ich mir. Das Problem kenne ich. Auf deiner Karte kannst du nachsehen, wo reife Beeren darauf warten, gepflückt zu werden. Echt? Auf der Karte? Ah, Bäume und Beeren mit Plus. Ah, alles, was ich gepflanzt habe. Oh, lol. Auch Bäume. Wenn man Honigbäume hat. Okay, das ist ja nützlich. Wie wäre es mit einigen Beeren? Alle Sorten sind auf frischem Anbau. Ah, kein Bock. Okay, dann nee. Kämpfen wir mal gegen sie. Wie, du möchtest kämpfen? Ich wollte bei der Superwettbewerbsshow mitmachen, aber wenn der Kampf nicht lange dauert... Naja, du drehst dich ja hier im Kreis oder übst dich hier irgendwas. Ich meine, im Wettbewerb geht es nicht um uns, sondern um unsere Pokémon. Also, vielleicht hat sie mit einem männlichen Wabribi getanzt. Weiß nicht. Aber Schande, dass du männliche Wabribi hast. Die Dinger sind nutzlos. Ich finde es allgemein sehr schade, dass männliche Wabribis nichts können. Einfach wirklich nutzlos sind. Wenn sie diesen Inderpunkt in der Mitte nicht haben, sind sie männlich. Und ja, und diesen Inderpunkt, das ist einfach schlecht. Männliche können gar nichts. Die weiblichen können sich weiterentwickeln zu einem starken Pokémon, aber die männlichen können nichts. Das ist einfach traurig. Das ist einfach traurig. Ein Roselia. Ich finde, die sollten mit so ganz vielen Pokémon vielleicht noch irgendwas machen. Zum Beispiel, guck mal, ein Purenta, so ich das Ding, hat ja zum Beispiel in Gala eine Weiterentwicklung bekommen, was zwar ganz cool ist, dass Purenta ein bisschen was bekommt, aber das Problem ist, das eigentliche Problem bei Purenta war, dass es nichts konnte und jetzt hat man ein neues Purenta gemacht, was konnte, aber dann alte kann ja immer noch nichts, hat nichts gemacht. Ich finde, das hätte man vielleicht ein bisschen überarbeiten können. Ich habe verloren. Ja, aber da kamen wir schnell vorbeigegangen. Ist doch gut. Du und deine Pokémon, ihr habt so viel Energie. Ihr könnt bei der Superwettbewerbsshow gut abschneiden. Maybe. Vielleicht, vielleicht. Du willst kämpfen? Sag kein Wort. Nimm einfach das hier. Danke für die, für das D-Wort. Danke. Und ein Spiritkern. Hä, was ist das denn? Das gehört doch gar nicht dazu. Ja, aber geh mal zur Route 209. Begib dich in den unteren Höhlen. Lausche der Steinsäule. Rede mit den Menschen im Untergrund. Der gibt einen Tipp für ein anderes Pokémon. Aber jetzt haben wir doch ein Pflanzenverstärkungs-Item bekommen. Kann das sein? Ah, nee, das sind die Bären. Ja. Spiritkern. Ah, nee, das ist was ganz anderes. Ein wichtiges Item, mit dem ein Steinturm repariert werden kann. Manchmal erklingen Stimmen aus seinem Inneren. Ja, das hier ist ein... Na, obwohl ich sag's noch nicht. Ich spoiler's noch nicht. Aber hey. Möchtest du mich zeichnen? Zwei Trainer im Kampf. Lass uns nicht so wundervolle Zähne in einem Gemälde festhalten. Oh Gott, wenn ich dich im Gemälde feststecke und dann verkauft werde an Professor Yigit, dann okay. Wilhelm. Pantimimi? Pantimimi ist schon ganz lustig. Pantimus auch eigentlich. Warte, ist nicht bist sogar effektiv? Oder das Gegenteil?
Ich weiß, dass es Psycho ist, aber ich bin nicht 100%ig vertraut mit meinem Charting. Das wissen vielleicht viele. Ich werde es ausprobieren. Normal? Okay, keine Ahnung. Ich habe mir gedacht, Unlicht und Psycho, der macht meine komische, besondere Reaktion bei, aber nein. Oh, Mobi. Lustig, aber Mobi ist. Es ist eine kleine Pflanze, ein kleiner Baum. Man würde denken, es wäre Typ Pflanze, aber es ist Typ Gestein. Denn die Weiterentwicklung ist ein Mogelbaum und da sagt eigentlich schon der Name, er mogelt. Er ist gar nicht das, wonach er aussieht. Er ist nur eine Attrappe. Oh, Level up, schön. Aber tricky nicht, schade. Prachtvoll, ich glühe vor lauter Inspiration. Cool. Okay, und wo führt uns das hin? Herzhofen, wir sind da? Sind wir da? Oh. Nein, vielleicht. Wenn jemand die Stadt Herzhofen erwähnt, denke ich sofort, super Wettbewerbsshow. Ich werde mit meinem Lieblings-Pokémon daran teilnehmen. Pipi! Okay. Herzhofen ist ein Ort wie aus dem Bilderbuch. Kein Wunder, dass es Jahr für Jahr zur schönsten Stadt Sinnus gewählt wird. Jeder will hier leben. Aha. Das ist ja interessant. Hier sind wir jetzt und hier ist Herzhofen. Wie weit wir gekommen sind. Aber hier oben geht es ja noch weiter. Und hier... man kann ja alle Namen sehen. Okay, das finde ich ein bisschen Spoilerino, deshalb lass ich es mal. Aber trotzdem, auf nach Herzhofen! Hä? Was für ein Glück, dass du in der Nähe warst. Ohne dich wäre mein Haspiro, wer weiß schon, wohin gelaufen. So, Haspiro, zurück in den Ball. Jetzt einfach despawned. Nicht mal irgendwie ein Flackern oder irgendwas. Einfach despawned. Mein Name ist Julia. Ich bin Juro. Jurorin. Julia die Jurorin. Bei der Super Wettbewerbsshow. Besuch mich doch mal in der Wettbewerbshalle, damit ich dir angemessen danken kann. Hübsches Kleid. Werde ich machen. Aha. Hier geht's nach unten. Wo führt denn das hin? Aha. Pokémon Landgut. Okay, sehr interessant. Da unten ist auch eine Stadt. Aber da sollen wir wahrscheinlich erst später hin. 1, 2, Step. 1, 2, Flip. Und Triumph. Die üben hier. Nera. Ein cooles Scharnera. Ziemlich groß ist das Ding. Du bist der Trainer, nicht wahr? Dann hast du die Qual der Wahl. Stellst du dich der Arena oder der Superwettbewerbsshow? Beides. Warum nicht? Herzhofen, hier wird einem warm ums Herz. Ach ja? Ich komme aus der Höhenregion und bin hier nur zu Besuch. Auf der Suche nach der Wettbewerbshalle hatte ich mich dummerweise verlaufen. Zum Glück haben mir die freundlichen Leute hier den Weg gezeigt. So viel Hilfsbereitschaft gegenüber einem Fremden, das hat mich wirklich beeindruckt. Auch ich bin gerne hilfsbereit. Darf ich dir daher zeigen, wo sich die Wettbewerbshalle befindet? Ja, klar. Gut, bitte folge mir. Wir sind echt nette Leute. Kein Wunder, dass hier Leute leben wollen. Hier sind aber wirklich viele Menschen. Es ist eine große Stadt. Krass. Also für Pokémon-Standards ist das eine große Stadt. Dies ist die Wettbewerbshalle. Bitte tritt ein. Ah, nee, kein Bock. Irgendwann später, aber jetzt habe ich keinen Bock. Ganz viele Babys sind hier. Wenn ich mein Baby im Wagen spazieren fahre, sehe ich die Stadt mit anderen Augen. Ich achte dann viel mehr auf Treppen und Schlaglöcher. Gugugu! Gugu! Cool. Leute aus der ganzen Welt schauen bei der Super Wettbewerbsshow zu. Was, wenn die ganze Welt meinem Charme verfällt? Was soll ich nur tun? Ich weiß es nicht. Unsere Superwettbewerbsshow und der Platz der Treue locken viele Besucher an. Deshalb müssen wir unser Bestes geben, um die Stadt schön zu halten. Cool. Was, ein Hotel? Es scheint so. Oh, hat nur eine weitere Etage. Okay, ich konnte gerade nichts drücken. Der macht das automatisch. Was ist denn hier? Hier, diese Muschelglocke kannst du einem Pokémon zum Tragen geben, wenn du magst. Danke. So random. Ah ja, okay, ich weiß, was es ist.
Mit der Muschelglocke können wir uns jede Runde heilen, richtig? Ein Item zum Tragen stellt einige KP des Trägers immer dann wieder her, wenn dieser dem Ziel Schaden zufügt. Wir geben es Tails, einfach weil es ist Muschel und Tails ist ein Wasser-Pokémon. 1 plus 1 ist 2. Oder Fisch. Piep, 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 piep. Ja, piep bestimmt mit zu. Schade, ich dachte, man könnte in fremde Betten rein. Aber... Niemand hat mir gesagt, dass das illegal ist. Also, das konnte ich doch nicht wissen. Naja, komm. Du, 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 jetzt können wir die Stadt erkunden. Denn die ist ziemlich groß. So, was, du, 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 du. Oh, da steht immer wieder hier. Okay. Pokémon Fanclub. Alle Trainer sind willkommen. Echt? Auch ich? Jetzt so. Nein. Und wieder raus. Okay. Wow, das ist ziemlich groß hier. Warum bewegen sich die Pokémon wie NPCs? Das ist cursed. Das ist richtig cursed. Bibi. Okay, entspann dich. Willkommen im Pokémon-Fanclub. Oh, dein Tails. Es mag dich und scheint gerne in deiner Gesellschaft zu sein. Doch cool. Aber wer hat gesagt, dass ich Tails vorne habe? Ich habe doch Tricky vorne. Ja, finde ich auch. Hallo, hallo, wie geht's dir? Ich bin der Vorsitzende des Pokémon-Fanclubs. Ja, das bin ich. Wenn du deine Pokémon, ich sage mal, belohnen willst, was suchst du dann? Nun, was mich betrifft, ich gebe ihnen einen leckeren Knirps. Was meinst du? Weil ich damit, ich sage mal, meine Zuneigung zu ihnen ausdrücken kann. Ein Beispiel, sagen wir mal, ich gebe meinem Pokémon einen süßen Knirps zu füttern. Dadurch gewinnt es deutlich an Anmut. Anderes Beispiel, sagen wir mal, ich lasse es einem scharfen Knirps verputzen. Dann kann sich mein Pokémon auf eine geballte Ladung Coolness gefasst machen. Wie du siehst, sind Knusper sehr wichtig und gesund für alle Pokémon. Nun, ich würde sagen, für deine Geduld hast du dir diese Knusbox redlich verdient. Viel Vergnügen damit, das wünsche ich dir. Oh, eine Knusbox. Weiß nicht, ob es das damit schon gab, aber... Ich kann mich auf jeden Fall nicht dran erinnern. Deshalb ist das sehr interessant für mich. Fülle sie fleißig mit vielen Knuspen, die du dann großzügig an deine Pokémon verteilst. Aha. Key-Items, ja. Wir haben übrigens das hier bekommen, im Kampf... Kampffahnder, ein Gerät, das rückkampfwillige Trainer ausfindig macht. Das heißt, damit kann man Rematches herausfordern. Eine Box für leckere Knuspe. Ist noch was drin? Das sieht schick aus. Nö, hier scheint nichts drin zu sein. Zumindest noch nicht. Aber können wir Pokémon etwa füttern? Das ist ziemlich cool. Das ist ja komplett neu. Nein, eigentlich nicht. Ich habe aus Versehen Schulterstütze gedrückt. I'm sorry. Der Kinderwagen fühlt sich von Tag zu Tag schwerer an. Wie schnell die Zeit verfliegt. Mit welchem Pokémon sich mein Kind wohl zuerst anfreunden wird. Und was sagt das Kind dazu? Papa, Mama. Ich bin ja eine Mama. Das ist ein Missverständnis. Oh Gott, nein. Schnell weg hier. Habe übrigens vergessen, in manchen Städten hier die Pokémon-Märkte abzuchecken. Sorry dafür. Ich würde gerne einen Beleber kaufen, aber ich habe erst 2 Orden. Das genügt leider nicht. Oh, okay. Oh, die Musik ist so schön. Das ist ein Sticker? Lass mich überlegen. Ah, ich weiß. Sticker kann man auf dem Platz der Treue finden. Platz der Treue? Ha? Knusperei. Leckere Knuspe versüßen das Leben. Und Bäckerei, aber für Knuspe? Cool. Hallo, hier kannst du durch das Kochen von Beeren Knusper zubereiten. Das machen wir dann in der nächsten Folge. Würde ich sagen. Das ist nämlich ziemlich interessant. Als ich einen Wasserstein auf mein Pokémon angewendet habe, hat es sich entwickelt. Ja, es gibt Entwicklungssteine. Manche Pokémon brauchen halt eine besondere Art und Weise, sich zu entwickeln. Manche können nicht einfach nur mit einem Level-Up sich entwickeln. Manche brauchen dafür Items. Manche muss man tauschen. Manche muss man mit Items tauschen. Der Sinn meines Lebens besteht darin, in meiner Geheimbasis in den Untergrund hin eine Statue an die nächste zu reihen. Ja, für viele ist das der Sinn des Lebens wohl. Danke. Dann würde ich sagen... Na gut, was würde ich denn sagen? Du wolltest sagen, dass es Folge beendet, oder? Also nach meiner Hochzeit möchte ich gerne in Herzhofen leben. Aber mein Freund will nach Schleide ziehen. Allein wegen des Einkaufszentrums dort. Schleiede. Ich schätze, zu diesem Ort werden wir auch noch kommen. Wir werden nachsehen.